Johannes Mario Simmel, Deutschlands erfolgreichster Schriftsteller, schrieb: Liebe ist nur ein Wort. Eine mitreißende Liebesgeschichte. Millionen haben das Buch gelesen. Alfred Fuhrer hat es verfilmt. Darf ich Ihnen auch gratulieren, Frau Angenfort? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es Herrn Angenfort Vergnügen bereitet, seine Frau, an der er sehr hängt, an einen Abiturienten zu verlieren. Was soll ich denn tun? Soll ich ihn umbringen? Was ist denn so lustig? Darf ich mitlachen? Ach, Oliver hat mir gerade eine Geschichte aus dem Internat erzählt. Ach, ich habe ein bisschen von der Farbe abgekratzt. Da kannst du zusehen, wie sie sich waschen. Wenn du sie siehst, wirst du sie dann vögeln? Ich mag es nicht, wenn du so daherredest. Wenn du das nicht willst, dann brauchst du sie ja gar nicht zu sehen. Hast du schon mit ihr geschlafen? Warum willst du das wissen? Oh, weil es wichtig ist. Ein raffiniertes Luder, diese Geraldine. Denn immerhin besteht ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wie meinst du das? Dafür hast du eine Tracht Prügel verdient! Nach Jimmy ging zum Regenbogen, nun der neue Simmel-Film. Liebe ist nur ein Wort. Mit erstklassigen Schauspielern. Herbert Fleischmann, Judy Winter, Joey Schönfelder, Karl-Walter Dies, Donata Höfer und zum ersten Mal auf der Leinwand die Entdeckung des Jahres, Malte Thorsten. Ich werde nicht essen, ich werde nicht trinken, ich werde nicht schlafen, ich werde vor die Hunde gehen. Und wenn du wiederkommst, bin ich tot und begraben. Du bist ja verrückt. Alle wissen es, dass er mit ihrer Frau ein Verhältnis hat. Nur sie nicht. Du liebst sie sehr, diese Frau. Ja. Das ist schön. Wunderschön ist das. Ich werde dir helfen. Sie müssen sie wirklich sehr lieben. Ja. Ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut. Sie ist eine ungemein begehrenswerte Frau. Was bildest du dir eigentlich ein? Montag schläft sie mit dir, Dienstag mit ihrem Alten, Mittwoch mit dir, Donnerstag mit ihrem Alten. Nun hau schon ab. Du siehst doch, dass du hier störst, Frau Hauptmann. Hau ab, dumme Kuh. Sie wollten doch ein Gespräch von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann. Jetzt haben Sie es. Oliver! Nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit für Liebe ist nur ein Wort.